So, willkommen liebe Leute, 40. Teil Naturbeobachtungen und verzeiht, es wird manchmal menschlichen Lärm geben, aber wir werden auch Ruhe in der Natur finden, beides wird dabei sein und nachdem ich es immer wieder vergieße, Teil 40 ist vielleicht ein guter Teil, dass ich wieder mal Danke sage für die, die was immer so brav mitgingen und Interesse zeigen, Danke sage für jene, die was dann auch sogar manchmal Spende hinterlassen. Und da hänge ich halt auch eine Bitte an, also wenn das Tun gefällt und die Mühe dahinter erkannt wird. Man kann ruhig einmal eine PayPal-Spende machen. Ich verlinke den Link dazu, beziehungsweise unten in der Beschreibung gibt es da auch einen Link, beziehungsweise kann man auf der Homepage nachlesen, beziehungsweise gibt es sogar ein Video für Lesefalle, wie man mich unterstützen kann, das vielleicht einmal sichten. So genug der Werbung sozusagen. Wir werden sich verschiedene Wiesendinge anschauen. Ich werde einfach unkontrolliert und ungeplant eine Runde mit euch spazieren gehen und dabei einfach jene Sachen, die was uns so ins Auge springen oder mir ins Auge springen, kurz dazu ein paar Sachen erzählen. Was euch jetzt auffallen wird, wir haben praktisch Ende Mai, der Klatschmond ist schon unterwegs und nicht nur der Klatschmond, bei mir in Österreich gibt es ja ganz viele Mondfelder, in Deutschland wird es wahrscheinlich auch welche geben, nur dort ist die rechtliche Lage ein bisschen eine schwierigere, weil der Mond, der was tatsächlich angebaut wird für unsere Mondkuchen und Mondweckerl und wo auch überall Mond drinnen ist, ist so gesehen der Schlafmond und da gibt es halt mittlerweile ganz viele verschiedene Sorten, die was zum Teil eben auch die Alkaloide, also die Giftstoffe, die was beim Schlafmond halt auch genutzt werden, für die Erzeugung von Rausch- und Medizinstoffen genutzt werden. In Deutschland ist es tatsächlich relativ streng geregelt, also auch der private Anbau bedarf einer Genehmigung und da gibt es dann, erstens kostet das Ganze was und zweitens eine Gütegenehmigung für ganz wenige Quadratmeter im privaten Bereich und im landwirtschaftlichen Bereich auch ein großer Antragsreigen und auch da gibt es nur ganz wenige Sorten, die was zulassen sind. Bei uns in Österreich wird es eben ganz viele Felder finden mit Mohnanbau. Dann gibt es wieder ein bisschen Regionsunterschiede. Bei mir in Oberösterreich ist eher der Blaumohn. Bezieht sich oft auf die Farbe der Mohnkörner, die was gesammelt werden oder die was praktisch da drinnen dann in diese Kapsel enthalten sind. Und in anderen Regionen wird der Graumohn angebaut, also auch da wieder die Farbe vom Samen, der was drinnen ist. Aber gibt da wieder so Unterschiede. Der Graumohn zum Beispiel, der ist so, dass wenn er reif wird, die Samenkapsel oben von selbst aufgeht, also die hebt sie sozusagen und der Mohn kann einfach rausgeschüttelt und rausgestreut werden für die Ernte. Hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass man dann diese Mondkapseln für gestalterische und bastlerische Sachen verwenden kann. Beim Blaumond ist das nicht so, also der bleibt geschlossen im Reifwerden. Da muss die Kapsel praktisch aufgebrochen werden, dass man dann zum Mond kommt, beziehungsweise zu den Samen, die was wir eigentlich umgangssprachlich Mond nennen. Da haben wir den Klatschmond. Ihr seht auch da einen Haufen Samen in dieser Kapsel drinnen und nicht verwirren lassen, ihr werdet manchmal wahrscheinlich auch einen Saatmohn treffen. Schaut ein bisschen aus wie der Klatschmohn, natürlich gibt es Unterschiede, vielleicht für unser ungeschultes Auge der leichteste Unterschied, der Klatschmohn, den was wir da haben, ist so schön rot und der Saatmohn ist eher orange. Das ist vielleicht nicht das Interessanteste, was ich berichten kann, sondern das gilt jetzt für alle Mohn, sei es, dass ihr jetzt irgendwie kommerziell angebauten Mohn findet oder eben diesen Klatschmohn oder dann ein Saatmohn, ist dann völlig wurscht. Schaut euch einmal an, voll interessant, es gibt nämlich da wieder eine Pflanzenbewegung, nämlich den Gravitropismus. Hat mit der Erdanziehung zu tun und man sieht es da voll schön.
Die Knospen, also die, was noch weit weg sind vom Aufblühen, sind positiv gravitrop. Das heißt, die zeigen zur Erdanziehung hin. Also man sieht, diese Knospe, die nickt zum Boden, also da zur Erdanziehung. Wenn das Ganze dann, das sehen wir da rundherum ein bisschen, wenn das Ganze dann aber sich langsam aufmacht Richtung Blüte, das sehen wir da, fängt das Ganze zum Stehen an, dann ist praktisch negativ gravitrop oder beziehungsweise negativer Gravitropismus, aber dann auf einmal steht das Ganze von der Erdanziehung aus weg und steht praktisch gerade nach oben, sehen wir dann natürlich aber die Blüten, da bleibt es so, beziehungsweise bei den reifen Samenkapseln. Ja, das zum Klatschmohn, auch wenn er Milchsaft führend ist, man konnte ungestraft essen, beziehungsweise zu große Mengen können für empfindliche Personen dann trotzdem wieder bedenklich sein, aber er ist jetzt nicht klassisch giftig, es ist halt aber auch keine klassische Speisepflanzen, wo irgendwie eh recht viel Leckeres zum Holen wäre. Das vielleicht so dazu gesagt. Aber die reifen Mohnsamen habe ich halt da jetzt noch nicht. Die würde man genauso verwenden können, wie man das kennt von unserem angebauten Mohn. Schmecken ähnlich lecker. Das ist halt da jetzt bald zum Ernten. Gut, sei begonnen mit dem Mohn. Ich schaue, was uns noch reinhüpft. Was jetzt besonders häufig auch in Wiesen und an Feldrändern kommt, bei mir zumindest häufig vorfinden werdet, ist Lauch. Und in dem Fall ist es der Schlangenlauch. Der Name kommt sicher auch ein bisschen daher. Seht ihr da, da sind Blüten, die was auf langen Stielen sitzen. Und diese Stiele, die werden nach und nach bei den Blüten nur länger. Und dann schaut es so aus, wie wenn sie da Schlangen dahin schlängeln würden und die Blüten sind der Kopf. Ist natürlich nutzbar. Die Frage ist, ja, was sollte man denn da nutzen? Weil der Stängel selbst ist nicht wirklich wie Schnittlauch gut beiß- oder schneidbar. Die Blüten selbst sind ja relativ mau von der Verwendungsmöglichkeit. Aber wenn wir da reinschauen, und ich erlaube mir das jetzt, der ist eh schon wieder so weit, bröselt uns da so ein Kopf auf. Das, was da so kugelig ausschaut, der Schlangenlauch bei uns vermehrt sich hauptsächlich über Bulbillen. Wir haben den Ausdruck schon mal gehört, nämlich beim Schaboxkraut. Nur beim Schaboxkraut waren das solche Knöllchen, die was in den Blattachseln gewachsen sind. Und das waren echte Knöllchenbulbillen. Da haben wir Zwiebelbulbillen. Seht ihr das? Also da dieses runde Köpfchen, wenn man sich das zlegt, besteht das aus einem Haufen kleinen Zwiebelchen. Sieht man die da? Also das sind lauter Einzelzwiebeln. Und wenn diese Zwiebeln, wenn dieser Blütenstand nach der Reife jetzt fällt, geht es da gar nicht so um die Samenbildung, sondern diese Bulbillen fallen zu Boden, also diese kleinen Zwiebelchen. Und aus jedem dieser Zwiebelchen kann eine neue Pflanze erwachsen. Und das Ganze duftet stark nach Lauch, also knoblauchmäßig. Ich habe es selber schon verwendet für Pesto bzw. frisch über Nudeln drüber. Es ist halt wie so oft, aber unsere Pflanzen, die was wir heraus verwenden, es ist dann doch relativ bitter und wahrscheinlich fremd im Geschmack, muss man ausprobieren. Aber ja, fantastische Pflanze. Und in die Wiesen, was jetzt da recht auffällig ist, und da haben wir es zum Glück, ist jetzt gerade beides gut sichtbar, das echte Wiesenlabkraut duftet ganz oft stark honigartig wohl. Ich schnapp mir da eins. Ihr seht, da dieses quirlige, wirtelige Blattwerk ist typisch für diese Labkräuter. Haben wir ja sogar auch beim Waldmeister gehabt, also auch der gehört zu den Labkräutern dazu. Und das zieht sich bei den Labkräutern einfach durch. Aber es gibt nicht nur das echte Labkraut, das was gelbblühend ist, sondern da sieht man einen Haufen von diesen weißblühenden. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Da sagt man dann eben Wiesenlabkraut, wobei es Wiesenlabkraut eigentlich eben eine Artengruppe ist, wo das weiße Labkraut mit verschiedensten Unterarten sowie das wirkliche Wiesenlabkraut mit verschiedensten Unterarten zusammengefasst ist. Da muss man dann echt ein Profi wie sein und werden, dass man das dann endbestimmen kann. Ich kann das dann nicht, dass ich dann sage, welches Labkraut ist denn das jetzt genau.
Auffällig ist einfach, seht ihr, also da beim Wiesenlabkraut sind diese Blätter viel breiter und dicker, wie das eben beim echten Labkraut ist, so dass man schon bevor wirklich diese Blüte, die was natürlich dann eher unterscheidbar macht, auftaucht, gut bestimmen könnte. Man kann es essen, es ist halt wieder sehr strohig. Also ich finde diese Pflanzen total schwierig einzubauen in irgendwie Ernährung. Aber was eben bekannt ist und was auch funktioniert, hat auch der Name her, das Labkraut. Es ist ein labähnlicher Stoff drinnen, der was, wenn in Milch das Ganze eingelegt wird, die Milch gerinnen lässt und somit für die Käserei genutzt werden kann. Also so gesehen, eine praktische Pflanze, zumindest für unsere Altvorderen, die was sie mit Haltbarmachung mehr auseinandersetzen haben müssen, wie das wir heute müssen, die was brav einfach in den Supermarkt gehen können. So, jetzt ist verführerisch, aber ich hätte gern beides benannt gehabt. Aber nein, wir machen es einfach so. Ganz viel wird es auch in zottigen Klappertopf bzw. grundsätzlich Klappertöpfe, es gibt verschiedene Klappertöpfe, in Wiesen vorfinden und da ist voll interessant. Gehört nämlich zu den Sommerwurzgewächse und ich möchte euch aber nachher auch noch eine echte Sommerwurz vorstellen. Also Klappertöpfe, die Familie ist Sommerwurzgewächse und die Gattung ist Klappertöpfe. Und innerhalb dieser Gattung gibt es eben mehrere Klappertöpfe. Und da ist der zottige Klappertopf, das sieht man dann ganz gut, wenn man sich da die Fruchtbecher, also da wo die Samen drinnen entstehen werden, die sind, wenn es scharf wird, die sind zottig behaart, deshalb der Name zottiger Klappertopf. Und Klappertopf deshalb, das haben wir halt da jetzt noch nicht, da stehen ja jetzt noch die Blüten dran, da drinnen reifen dann die Samen in diese Fruchtschüssel, da sehen wir schon ein bisschen, also man hört es noch nicht, aber man sieht schon, seht ihr das, da drinnen reifen die Samen und wenn die Samen reif sind, dann fallen sie aus und liegen frei in diese Schüssel auf und dann kann man es wirklich klappern hören, deshalb der Name Klappertopf. Und ihr seht diese Pflanze irgendwie, sie hat schon Blätter, die was ein Grün haben, aber ein blassgrün, beziehungsweise der Rest der Pflanze, der wirkt ja wirklich sehr blass. Und hat damit zu tun, dass die Klappertöpfe Halbschmarotzer sind, beziehungsweise eigentlich gehört es zu den Schmarotzer eingeordnet, aber durch das, dass sie selbst ein bisschen ein Grün haben, können selbst eine Photosynthese betreiben, schmarotzen aber großteils eben von anderen Kollegen, die was da rundherum wachsen. Und der Klappertopf ist da nicht recht wählerisch. Der Klappertopf nascht an den Wurzeln von zweigheimblättrigen Pflanzen, so wie also diese krautigen Pflanzen da. Das kann sein, dass der Klappertopf da beim Labkraut sie angehängt hat und saugt, aber der Klappertopf, der saugt auch an Gräsern, an einkeimblättrigen Pflanzen. Wieso ich da jetzt so wieder drum mache, wir suchen sie jetzt dann eben, ich brauche wahrscheinlich nicht weit gehen, ich mache euch aber trotzdem jetzt nicht die Arbeit, dass ihr das Gewackle mittut. Wir suchen sie eine Sommerwurz und die Sommerwurzen, selbe Familie, aber ein komplett anderes Aussehen und trotzdem ein bisschen andere Geschichte und die möchte ich euch noch erzählen. Schaut, was für ein fesches Labkraut, das da mal ansteht. Schauen wir mal, ob da vielleicht schon ein Klappertopf klappert. Nein, ist noch nicht so weit. Aber ihr seht, also da sind diese Fruchtstände oder Fruchtblasen schon ganz weit aufgebläht. Und da drinnen reifen eben dann die Samen in diesen Kapseln und da drinnen scheppert es dann. Gut, ihr dürft nochmal sitzen bleiben. So, schaut, da haben wir jetzt Sommerwurz. Also da sieht man, da ist nichts an Grün dran, das ist die blutrote Sommerwurz. Und bei den Sommerwurzen ist das ein bisschen anders. Also die saugen tatsächlich an zweigheimblättrigen Pflanzen und da diese blutrote Sommerwurz zum Beispiel an Hülsenfrüchtlern. Also das heißt, wenn man da schaut, irgendwo in der Nähe muss da dann irgendwas Hülsenfruchtmäßiges sein. Da ist ein Klee, der was in der Nähe wächst und da ist anzunehmen, dass diese Sommerwurz sich an den Wurzeln dieses Klee gütig tut und da ihre ganze Energie, sei es Wasser sowie auch Nährstoffe, von diesem Klee bezieht. Das macht natürlich dann auch ein bisschen einen Unterschied für die Lebensdauer für diese Pflanzen, also Sommerwurzen, die was an einjährigen Geschichten saugen werden,
werden selber halt nur ein Jahr und Sommerwurzen, die was an ausdauernden, langlebigen Pflanzen sagen, die können natürlich dann auch älter werden. Der Klappertopf ist da anders gestrickt, also das ist überhaupt nur eine einjährige Pflanze. Der taucht jedes Jahr aus Samen wieder frisch auf und ist somit unabhängig, so und so, nachdem er nur einjährig ist, von der Lebensdauer für seine Wirtspflanzen, wo er sich ernährt. Vielleicht noch beim Klappertopf, den habe ich jetzt da wieder nicht, nur ein interessanter Name, der wird auch Milchdieb genannt. Vielleicht können wir da noch kurz auf die Schadwirkung für solche Pflanzen eingehen. Eine Sommerwurzen, das für uns da draußen ist ja völlig unproblematisch. Und auch in unseren Breiten, wo Felder gedüngt werden können, ist unproblematisch. Aber es gibt tatsächlich Sommerwurzen, die was an Kulturpflanzen anfallen. Sonnenblumen, Tabak, solche Sachen, Linsen. Das ist natürlich dann in Ländern problematisch, wo Wasserversorgung und Nährstoffversorgung schwierig ist. Da können dann solche Sommerwurzen tatsächlich die Ernte mindern, weil es einfach die Nutzpflanzen, um die es gegangen hat, die Nährstoffe und das Wasser abgraben. Beim Klappertopf, leider habe ich ihn jetzt nicht da, dass ich nochmal draufleuchten konnte, gibt es den Beinamen Milchdieb. Soll ich eben auch sagen, wenn irgendwo in einem Wieserecht für Klappertopf ist, dann wird natürlich das Gut, also sei es Gräser wie krautige Pflanzen, die was dort wachsen, geschwächt und es gibt nicht so viel zum Ernten für Weidevieh oder an Heu, das was man dann wieder Vieh verfüttern konnte. Und wenn es Vieh weniger Futter kriegt, weniger Milch, somit der Milchdieb. Ja. Voll interessant, wie ich finde. Ich hoffe, es war was dabei. Ihr könnt es ausschalten sozusagen. Außer vielleicht die was schon ganz lang mitgingen, bleibt schon kurz dran. Und da die Bitte, weil viele haben jetzt eh schon ausgeschaltet. Darum spreche ich jetzt wahrscheinlich so und so nur zum harten Kern. Ihr kennt mich dann schon längere Jahre und jedes Jahr kommt dann praktisch diese Krise, wo ich nicht weiß, ob ich weitermachen möchte. Diese Krise gibt es praktisch jedes Jahr klassischerweise. Diesmal ist sogar weitergeschritten. Ich habe schon die Verträge gekündigt für die Homepage und es ist eben komplex. Mich freut das Technische nicht mehr. Also es ist... Die Homepage hat eben mittlerweile ganz wenig Besucher. Es ist technisch voll komplex rechtlich mit Cookie-Banner, mit Datenschutzgrundverordnung, mit Technik. Irgendwas funktioniert wieder nicht und dann muss man wieder schauen, dass das wieder geehrt wird. Einnahmen, es geht mir eh nicht unbedingt ums Geld, nur ich muss trotzdem dann Steuerberatung zahlen und solche Sachen, also das geht sich alles wieder nicht mehr so richtig aus. Und auch so bin ich eben technikmüde geworden. Die, was praktisch noch irgendwas brauchen von mir, sei es Fotos, weil manche Leute haben ja mir angeschrieben gehabt für ihre Kräuterausbildungen und solche Sachen, ob sie Fotos verwenden dürfen. Wenn ihr da noch irgendwas braucht, bitte melden, dann schicke ich euch nochmal den Zugang zu den Bilddaten. Wenn irgendwer noch irgendwelche Videos nachschauen will, bitte auch das machen, weil ich werde das natürlich radikal machen müssen. Ich werde wahrscheinlich auch den Kanal einfach zutrauen, weil auch da sind dann ja wieder Links irgendwie drinnen gewesen, Amazon Affiliate und auch das ist rechtlich schon wieder irgendwie schwieriger geworden, wie das Ganze bezeichnet werden muss oder gekennzeichnet werden muss und ich möchte mich eigentlich mit dem ganzen Zeug nicht mehr auseinandersetzen. Weiß ich nicht, vielleicht sehen wir es ja noch ein paar Mal, ansonsten habe ich mich nochmal danke für die, was so lange schon mitgegangen sind. Es gibt eh viel Material im Kanal. Sollte nicht ein Wunder passieren, dann schleicht das Ganze jetzt praktisch aus. Danke fürs Dabeisein, die Natur erkunden. Viel ist eh weitergegeben worden, außerdem kommt es eh nicht unbedingt auf mich an. Macht euch selbst schlau, das habe auch ich gemacht. Und vielleicht ja, sollte man am Schluss dann eh wieder alles vergessen, dass man die Natur sogar wieder mit nackten Augen sozusagen sehen und nicht alles einen Namen hat und alles eine Bedeutung. Gut, na dann, baba.